Ja, und damit willkommen zurück. Laptop haben wir schon. Was haben wir hier jetzt noch? Untersuchen. Nur eines von Serenes Medikamenten hatte die Explosion überstanden. Seine Zeit lief ab. Und nicht nur seine. Die Gasflasche da, die er jetzt gebraucht hatte. Oder was auch immer das für Zeug ist. Sein Heilmittel. Zehn Jahre, die er zweimal durchlebt hat. Alles aus dem Gedächtnis aufgezeichnet. Er wusste, zu welchen Marktrends es kommen würde. Er verfügte über das Wissen, ein Vermögen zu machen. Und das tat er dann auch. Ja, da kennt ihr auch dann die Lottozahlen, ne? Zum Beispiel. Übrigens, mir ist beim anderen Video, wo wir das mit Serene gemacht haben, was aufgefallen. Warte mal, wir gehen mal auf 2011. Zwar steht da 9/11. Ja. Auch an das haben sie gedacht. Alter, das Klopfen. Paul sagte mir, dass er versucht hatte, alles zu ändern. Aber er hatte versagt. Was er gesehen hatte, ließ ihn zerbrechen. Ich hatte gesehen, wie Beth dasselbe Schicksal ereilte. Aber Paul, es verzehrte ihn. Ja. Alter, der Stuhl. Der rollt nicht richtig, der kippt mir. Lalalalala, okay. Gehen wir mal da runter. Haben wir hier eigentlich noch was? Da. So ein... Oh, nee, nee. Von 3 gefunden. Das ist ja praktisch. Wir können ja gleich mal gucken. Nee, wo war das jetzt? Ach, T ist Upgrades. Upgrades. Erhöhte Reichweite, verbesserte Bedrohungserkennung. Beim Einsatz von Buschen und Flächen werden Kurzzeitgegner und Positionen angezeigt. Zeitfokus, ja, halt länger an. Oh, hier haben wir noch mehr. Zeig, was der Wert erhöht. Immer noch Flächen. Zeitschild. Zeitschild ist auf jeden Fall gut. Das kaufen wir. Ja.
Wie viele Punkte haben wir jetzt noch? Oh, 9. Langsam kostet 4. Das kostet 6. Hält länger an und dann hat einen größeren Radius. Okay, das lassen wir erstmal so. Sparen wir halt noch den einen Punkt. Ich krieg mal ja bald. Da geht's runter. So. Paul war ein sehr mächtiger Mann, der Kopf eines Imperiums. Aber hinter dem Schleier war er ein sterbender Mann. Es gab deutliche Anzeichen dafür. Letzte Chance zu gehen, Joyce! Was? Klar, dass du mich nicht vom CFR fernhältst. Du siehst echt nicht stark genug dafür aus. Emily. Gott. Wie du willst. Selbstverständlich hat er eins von diesen verdammten Büchern. Super, meine Kräfte gehen hier nicht. Gefangen. Gefangen in der Zeitschleife. Als ich ihn sah, relativierte sich alles. Sie wurden alle in die Irre geführt und so manipuliert, dass sie glaubten, sie würden tun, was richtig war, was notwendig war. Liam Burke hatte seine Wahl getroffen. Liam Burke war ein unnötiger Verlust. Wie so viele, viele andere. Das Rettungsboot drehte sich um die Gegenmaßnahme. Er wusste, dass Will versuchen würde, sie wieder in seinen Besitz zu bringen. Deshalb wurde er umgebracht. Und er wusste, dass ich es irgendwann auch versuchen würde. Er hatte offensichtlich recht. Sie hatten einen Kronon-Teilchen Vorrat angelegt, um das Rettungsboot mit Energie zu versorgen. Hoffentlich groß genug, um so lange zu halten, bis es eine Lösung gab. Was ist das, was da blau leuchtet? Ach, Munition. Okay, da kommen wir jetzt anscheinend nicht hin. Fiona, ich bin bei der CFR-Kammer. Die Tür ist verschlossen. Die übersteigt meine Zugriffsrechte bei weitem. Aber da mein Freund vorhin das Sicherheitssystem ausgeschaltet hat, sollte ich sie öffnen können. Ich weiß zwar nicht genau, wie der Plan aussieht, aber jetzt liegt alles an dir. Viel Glück.
Danke. Ja, dann gehen wir mal rein, ne? Es war so, als würde man einen Schrein betreten. Dies war ihre heilige Reliquie. Da ist ein... Sollte ich vielleicht nicht drauf treten. Es gab eine Art Kampf in der Kammer. Ich wusste keine Einzelheiten, aber jemand hatte danach aufgeräumt. Ein Mann namens Charlie Wincott. Ich glaube, er hatte sich entschieden, Widerstand zu leisten. Leider ist das nicht gut für ihn ausgegangen. Aha. Nun, es scheint, dass das diese Art von Arbeitsumgebung ist. Das war, glaube ich, der Computerfreak, wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir noch mal sein Foto. Datensamurai. Auch ein geiler Name, Datensamurai. Als Spitzname. Okay, hinten haben wir nichts, oder? Ein Fahrstuhl, aber dann wahrscheinlich später. Will hatte 11 Jahre gebraucht, um die Gegenmaßnahme zu bauen. Beth starb für sie. Und ich wusste, sie könnte den Riss reparieren. Dieses verfluchte Ding. Das Problem war, ich hatte keine Ahnung, wie man sie benutzt. Und der Einzige, der das wusste, war tot. Aber Monarch nahm sich seiner an, bevor das geschehen konnte. Die Universitätszeitmaschine. Der Kern ist hier. Monarch hatte seine eigene Zeitmaschine gebaut über der CFR-Kammer. Sie war mein Ziel. Sie glaubten noch immer, dass Sie Ihren Bruder retten konnten? Ja. Paul hatte den Kern der Zeitmaschine aus der Universität in seine Maschine eingebaut. Das war Teil seines kranken Verlangens nach Kontrolle. Aber dadurch erhielt ich eine letzte Chance, alles in Ordnung zu bringen. Ich konnte in die Vergangenheit reisen, vielleicht Will finden, bevor Paul ihn tötete. Und wenn ich Will die Gegenmaßnahme geben könnte, könnte ich vielleicht das Ruder noch herumreißen. Wieder mal Ding. Dann liegt Muni. Okay, da liegt auch Muni. Ich glaube, wir haben hier wieder ein... Oh. Sturmgewehr, nehmen wir mit. Ein etwas... Okay, wir gehen erstmal hier runter. Der Kern war installiert, die Maschine bereit. Ich musste den Korridor in Position bringen. Ich glaube, definitiv, hier haben wir gleich einen Mega-Endgegner. Okay, so sollte es funktionieren. Korridor wird aktiviert. Phase 1 gestartet. Sämtliches Personal muss in Operativ. Jupp, hier liegt doch eindeutig zu viel Munition. Natürlich. Thank you.
Na, super. Jetzt haben wir anscheinend nur noch die Sniper. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen, was für ein schönes. Wir haben Kontakt, Ende. Schon. Alles bestens. Los jetzt! Oh, gern geschehen, du langsame Computerfrau. Die Maschine war bereit. Ich musste nur das Datum eingeben. Der früheste Zeitpunkt, zu dem ich zurückkehren konnte, war die erste Aktivierung des Kerns in der Universität. Wenig Zeit, um Ihren Bruder zu retten. Ich hatte keine Wahl. Ich hoffe, du hältst dein Werbeversprechen. Jeff, hier rein! Schnell! Sie sind aus dem Labor entkommen! Was geht ab, Jungs? Scheiße! Na los! Okay. HQ, Eindringling im Labor. Kernbergungsteam wurde ausgeschaltet. Das ganze Team? Wie? Joyce ist... Wir gehen rein. Feuer eröffnet. Aber der Kern wird auf gar keinen Fall beschädigt werden. Ich kam dort an, als sich der Riss gebildet hatte. Zu spät, alles zu beenden, bevor es jemals begann. Aber nicht zu spät, um Will zu retten. Sie mussten ihn nur rechtzeitig finden. Ja. Das war der Plan. HQ, Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie die Joyce-Brüder durch den Serverraum auf der unteren Ebene entkommen. Raider Team 3, sofort abfangen. Stellt ein weiteres Team zusammen, das den Kern bergen soll. Okay. Prowler Team, macht die schweren Jungs in der Tiefgarage bereit. Ich erhalte keine Antwort von Raider Team 3. Wir könnten ein Problem haben. Oh, okay. Zur Hölle bleibt das Bergungsteam. Der Kern hätte schon längst an Bord des Hubschraubers sein.
Hör auf! Ah, diese Juggernauts, ne? Okay. Will und ich standen im Innenhof, als die Anomalie alles ins Chaos stürzte. In dem Moment musste ich ihn aufhalten. Innenhof. Wie komme ich dahin? Sehr schön, da oben ist eine Anomalie. Irgendwie hin. Oh ja. So, das heißt jetzt, wir können Zeitschild voll ausbauen. So. Ja, noch was Schönes? Nee, ne? Sie haben nicht versucht, Monarch daran zu hindern, den Kern zu bergen. Die Tatsache, dass sie ihn stahlen, war der einzige Grund, dass ich in die Vergangenheit reisen konnte. Dieser Logik wollte ich nicht im Weg stehen. Okay. Puh. Da drüben geht's Treppen hoch, alles klar. Treffer, Junge. So, was haben wir hier noch dran? Garage. Das muss der kürzeste Weg sein. Okay. Ich verstehe. Come.
Okay, wir laufen erstmal hier hoch. Nachdem Wynn und ich aus dem Labor nach dem Experiment entkommen waren, schien es, als ob Monarch es noch mit jemand anderem außer uns zu tun hat. Das war aber auch nicht zwei von mir erwartet, was? Und so eine schöne Balkanie. Wie hört es doch an wie. Warte mal, geh nochmal hoch. Das klingt wie so ein. Weißt du, so ein Ding, was man einsammeln kann. Ah, warte mal, hier geht's noch weiter runter. Okay. Das hört sich echt hier an wie so ein. Naja, wie so ein Punkt, ne? Wenn man immer einnimmt. Buck, was zur Hölle tun Sie hier? Ich brauche den Code für das Tor. Die brauchen mich auch. Ich habe keinen blassen Schirm. Gehen wir zu Wade. Okay. Also vom Geräusch her, als wenn hier so ein Teil ist, weißt du, so ein Erfahrungspunkt-Ding. Na gut. So, voll machen. Eine Torsteuerung. Ich kenne den Code nicht. Buck. Was zur Hölle tun Sie hier? Für das Tor. Die brauchen mich auch. Ich habe keinen blassen Schimmer. Gehen wir zu Wade. Hm.
Burke, was zur Hölle tun Sie hier unten? Ich brauche den Code für das Tor. Ich habe keinen blassen Schimmer. Gehen wir zu Wade. Also die sind hier lang gelaufen, vielleicht hier hoch. Den ganzen Spaß. Wahrscheinlich, weil ich nicht so eine Bescheid hast. Der Nachbar des Teufels. 665. Okay. Bereiten Sie Ihr Team auf den Kampf vor. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Oh. Okay, 665. Ich bin noch nicht mit dir fertig. Was war das? Alles klar. Wir haben das Biest an die Stromversorgung angeschlossen. Ich werde mich nie mehr auf Wade verlassen. Gut, wer auch immer den Parkplatz in Schutt und Asche legt, kommt hier nicht raus. Wirklich? Gegner! Da ist er! Ich möchte nicht einsetzen. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Oh, ist das hier Warning? Elektriker seid ihr nicht gerade. Ja, das ist nicht gut. Okay. Die Tür ist noch immer blockiert. Wer es auch ist, er oder sie ist noch hier. Wie zur Hölle hat Joyce die Striker ausgeschaltet? Er hat ganz offensichtlich Unterstützung. Ich würde sagen, sie sind mindestens zu fünft. Also haltet die Augen offen. Jetzt bin ich dran. Okay, ich muss zur Bibliothek. Okay. Ich muss zu Will, bevor es zu spät ist. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Was ich sagen wollte, unser zweites Ich hat Scheiße, übrigens bemerkt, ich muss die Bibliothek vor ihm erreichen. Ach, jetzt geht es wieder los. Anscheinend hier hoch. Oh. Ich habe den Befehl, die Dächer zu patrouillieren. Das sind aber schon ein paar Männer. Und sie wollen noch mehr haben. Ärger dich mit Serene rum, wenn du mir nicht glaubst.
Okay. La 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 la. Hier spricht RF Prime. Haben den Kern der Zeitmaschine und sind auf dem Weg. Okay. Beth? HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Schwing die Hufe, Jack. Verstanden. Wartet mit einem Notrupp auf die Ankunft von Morlach Actual. Alle anderen sollen sich bei den Trockendocks an der Kronengewinnungsanlage sammeln. Wartet dort auf weitere Befehle. Die Bibliothek fliegt in 5 Minuten in die Luft. Wir erhalten keine Antwort von der Scharfschützeneinheit. Untersuche aktuelle Lage auf den Dächern. Bleiben Sie dran. Gut gebaut. Einheit ist ausgelöscht. Das hat er in ihrem Leben ganz alleine geschafft. Wir müssen herausfinden, wer fehlt. Es könnte sein, dass es jemand von uns ist. Was war das? Wir brauchen eine Liste mit Personen. Ich habe etwas gehört. Seht euch mal ein bisschen um. Damon Dicken. Ich glaube nur einer. Der ist hier das zweite Sicht. Er ist auf dem Dach. Halte durch, Will. Ich bin fast da. Na doch. Doch, richtig. Okay, ich muss zur Bibliothek. Wenn Joyce in der Bibliothek ist, wen haben Sie dann hier gesehen? Keine Ahnung, aber wir haben 30 Sekunden, um das herauszufinden. Vorbei. Die kann ich jetzt nicht. Ah, 288, super. Nein.
Zum Sprengen bereithalten. Ich gehe rein. Scheiße. Will? Schon verschwunden. Lobby. Lobby, mir läuft die Zeit davon. Warum? Wer ist das denn? Sie weiß vom Riss. Ich vertraue ihr. Schön, dass du wem vertraust. Okay. Vielleicht keine gute Idee, da runter zu springen. Du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Ich weiß genau, was auf dem Spiel steht, deshalb bin ich hier. Will! Das ist doch Wahnsinn. Es kann nicht schaden, es zu versuchen. Doch, tut es. Und deshalb kann ich es nicht riskieren, dass du dich mir entgegenstellst, Will. Es muss nicht so werden. War das jetzt gut oder schlecht? Okay. Will? Schon verschwunden. Lobby. Lobby, mir läuft die Zeit Warum? Davon. Wer ist das denn? Sie weiß vom Riss. Ich vertraue ihr. Schön, dass du wem vertraust. Will? Das ist doch Wahnsinn. Es kann nicht schaden, es zu versuchen. Doch, tut. Auslösen. So habe ich das nie gewollt. Scheiße! Wir müssen weiter! Jack! Du hast mich gerettet. Willkommen zurück. Hey, Will. Ein Geschenk. Die Gegenmaßnahme. Wie? Oh, Jack. Will! Komm schon! Na los, Will, los! Monarch hatte sie die ganze Zeit. Funktioniert sie? Du kommst aus der Zukunft. Meinetwegen. Der Riss besteht noch. Ja. Funktioniert sie denn? Theoretisch ja. Wir müssen zu meiner Zeitmaschine. Ich muss uns in die Zeit bringen, aus der du kommst. Nein, die Zukunft nein, 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 ist unsere einzige Chance. Wir schließen den Riss einfach hier. In dieser Zeit. Jetzt. Nein, Jack, hör mir zu. Der Riss wurde in der Zeit, aus der du kommst, nicht geschlossen. Ihn hier zu schließen, bringt also nichts. Menschen werden sterben, Will. Ich weiß, was zwischen jetzt und dann passiert. Ja, Jack. Was du getan hast, hat eine Kettenreaktion verursacht, die nicht unterbrochen werden kann. Also wir wissen und nicht... Und wenn sie das könnte, würde das die ganze Welt aufs Spiel setzen. Wir haben nur eine Chance. Zu viel hängt davon ab, Jack. Ich kenne das Risiko, okay? Dann musst du mir glauben. Alles, was du getan hast, um hierher zu kommen, ist notwendig. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Aber die Zukunft schon. Ja. Wir müssen los. Hier entlang. Wenn das, was du gesagt hast, wahr ist, wie habe ich dich gerettet? Ich habe dich sterben sehen. Denk nach, Jack. Meinen Tod selbst hast du nicht gesehen, oder?
Nein, ich habe gesehen, wie das Dach über dir zusammengebrochen ist. Wodurch mein Tod vorgetäuscht wurde, richtig. Und dann bist du hierher gekommen, um dafür zu sorgen, dass es eine Täuschung bleiben würde. Es ist alles eine große Schleife. Wenn die Zeit ein Ei ist, keine Ei-Metaphern. Ei-Metaphern. Oh, runter! Hier drüben! Das ist ein gottverdammtes Blutbad. Ich brauche etwas frische Luft. Die Kleiner sollten sich besser beeilen. Warte, warte, bis sie weg sind. Ich weiß schon, das ist jetzt alles ein bisschen viel. Aber die Tatsache, dass du es geschafft hast, mich zu retten und gleichzeitig die Illusion aufrechterhalten hast, dass ich tot bin, zeigt, dass ich recht habe. Die Vergangenheit bleibt, wie sie ist. Nichts ändert sich. Und das Novikov-Selbstübereinstimmungsprinzip siegt. Oh, toll. Das müssen wir unbedingt irgendwann feiern. Nun gut. Lass uns zuerst die Welt retten. Komm, gehen wir zum Konvoi. Okay. Okay, sie sind weg. Gehen wir. Ich bin überrascht, dass du auf mich gewartet hast. Fast so, als würdest du auf mich hören. Als ich das letzte Mal nicht auf dich gehört habe, ist es zu diesem Riss gekommen. Ich bin ab jetzt geneigt, deinen Anweisungen genau zu folgen. Klingt nicht gerade nach meinem Bruder. Ich weiß. Eine Tür. Hier drüben. Amy. Wir können nicht riskieren, ihnen zu helfen. Ich weiß, was geschieht, wenn ich es nicht tue. Es wird so oder so geschehen, Jack. Was ich vorhin gesagt habe, meinte ich auch so. Es gibt keine Ausnahmen. Wenn du irrtümlicherweise glaubst, dass du das ändern kannst, was nicht geändert werden kann, bedeutet das womöglich unser Ende. Bitte, Jack, unsere Zukunft hängt davon ab. Du hast gesagt, dass Monarch die Gegenmaßnahme die ganze Zeit hatte. Wie kann das sein? Und warum? Paul hat mit ihr irgendein Überlebensprogramm mit Energie versorgt. Aha, sie müssen sie irgendwie zu einem lokal begrenzt wirksamen Kronon-Feldregulator umfunktioniert haben. Wir müssen hier verschwinden, Jack. Man darf uns hier nicht sehen. Ja. Oh, Scheiße, Scheiße! Ich war immer der Annahme, dass Beth Wilder die Gegenmaßnahme in Sicherheit gebracht hatte. Sie war es, die mich warnte, die mir sagte, ich solle sie bauen. Ich weiß. Du hast sie getroffen. Hilft sie uns? Sie hat. Ah, ich verstehe. Komm schon, hier ist es nicht sicher. Scheiße, pass auf! Will, hey! Da lang, jetzt! Mm-hmm.